Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Geiselsberg. Es ist Winter, wir haben Schnee, ein bisschen gespult. Das ist jetzt der nächste Tag im Winter. Aber wir haben Schnee, wir können Schnee schieben. Und heute im Funk dabei auch der Herr Rudolf. Herr Reiter? Nee, ja. Reiter oder Rudolf? Rudolf Reitmeier. Und sein Bruder? Bruder. Moin Moin. Bruder. Räumplan haben sie bekommen von der Stadt? Ja. Okay. So, jetzt wird's schlimm. Was? Das ist nur die Frage, wollen wir das zusammenarbeiten oder jeder den Teil? Mir ist egal, also ich bin offen für beides. Weil, wie ich das hier oben sehe, muss man zweimal über jeden Feldweg fahren, dass man links und rechts wegbekommt. Dass man einfach nebeneinander fährt und das dann direkt weg ist, dann blockiert man nicht so lange. Ja, kann man auch machen. Mir ist egal, wie gesagt. Aber mein Bruder ist halt jetzt einfach nicht da. Dann fahren wir. Yeah! Dann fahr doch von oben die Straße schon mal runter. Ich mache ja unten gerade die Straße mit unseren Höfen und dann. Das ist doch. Weil dann sind die schon mal geräumt, ich komme gerade schon mal hier unten frei. Ich streue auch schön hier unten alles noch. Hochwegen. Kommunikation. Ich finde so geil. Wieder einer Straßenfunk. Ist da eins, ne? Es ist gefährlich, wenn ich dieses Lied singe, ne? Also. Wie soll es gefährlich sein? Heißt es, Nein. Also, ich habe irgendwie einen Tick. Ich höre mal zwei bestimmte Lieder, wenn ich verliebt bin. Die höre ich den ganzen Tag rauf und runter. Ja, also hast du die eigentlich nie. Nein, Spaß. Nein. Wo ist die Tanke? Und weiter geht's noch nicht schieben, Leute. Let's go. Wow. Es passt doch ganz gut zum Winter, denn wir haben ja auch nicht aktuell und dann haben wir schon mal Schnee. Also bei uns ist noch kein Schnee. Wir hatten schon mal ein bisschen gepuckert, aber der Tag war wieder weg, leider. Und wir hatten schon da, haben wir da mal Frost haben. Und hier? Nicht mehr als 10 cm. Also ich kann überall streuen bis jetzt, ich habe gar kein Problem damit. Wir stehen sogar mal so Markierungswasser auf der Straße, dass man bei viel Schnee die Straße noch sieht scheinbar. Oh, jetzt regnet es aber. Wie schnell fahren Sie? Ich fahre mit 20 km/h. Ja, so. Ja. Aus. Bau. 20 km/h komme ich gut voran. Ach nö, es schneit wieder oder regnet oder was auch immer. Regen, Schnee, Regen. Und die ganze es ist kalt hier im Trecker und ich rutsche ganz schön auf dem Schnee. Oh, mit der Bei mir geht sogar mit 30 zum Teil. Was? Also ich kann sogar mit 30 km/h zum Teil schieben. Wenn Licht anmachen. Ah, hier, ich fasse hier hobelig. Ah, streu jetzt wieder an. Straße wieder frei. Aber mit 30 km unterwegs ist, geht das echt gut. Also, ich hab kein Problem mit meinem Schneeschild. Ich auch nicht. Sollte der Fett noch haben, das wäre dann sehr sein. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich irgendwo feststecke, wenn es viel Schnee wird mal. Love! Was ist, Herr Kollege? Love? Ich bin nur Allah. Am Karneval sagt man das. Oder Hello. Und hier ist ja schon wieder bei Ihnen ganz schön wenig da. Da wird ordentlich was weggeschmolzen. Jo, es regnet ja auch drauf. Das war ja alles bei uns so von den Schulen schön Laden eingeschoben.
Achtung, ich fahre hier rechts rein. Schon mal alles gut. Ja, so gut wie es geht. Am besten ist halt zweimal. Boah, so reicht doch. Damit der Weg frei ist. Nö. Komisch. Flitzpiepen von der Jade auch wieder langkommen. Nö. Ich finde, so reicht es. Mann. Da ist schon jetzt runter. Howard Carpendale. Oder Schwule. Was in der Schule? Voll der Schwule, hab ich gesagt. Voll der Schule. Ja, das ist ein bisschen schwer im Funk hier mit so viel laut. Der wäre noch so kalt im Trigger. Und der Regen bei dem Frost, du. Fährst du hoch in Ort oder wohin fährst du jetzt? Ich fahr gerade Richtung Degelmann. Okay, dann fahr ich hoch Richtung Ortschaft. Straßen ja, da freu ich dann perfekt dann. Was? Da oben habe ich zum Teil geschoben, nur oben konnte ich nicht. Okay. Da, ich habe erstmal den Schneeflug eingestellt. Da ist noch kein gutes Räumergebnis bei rumgekommen. Ich habe dann erst auf dem Mittel geklappt. Hier kann ich noch hochschauen. Schieben. Ja, keiner. Genau. Ich muss hier hoch, einfach den Weg frei. Wirklich. Für Jäger und Förster und Fußgänger. Einfach ohne Salz, weil Salz ziemlich so viel Umwelt. Warum? Und dann jetzt kommt Celine Dion. Wie hieß die? Monica Bellucci. Monika Bellucci nicht kennen. Das ist so belastend. Also wenn er diese echt eine geiler Nebenjob so für den Winter, für den Trigger zu nutzen. Oh no. Ja, mit dem Salz aber doch nicht. Sein ganzer Rahmen kaputt. Ja, das Salz nutze ich auch eigentlich nicht. Also ich mach. Nachdem ich hier geschoben habe heute Abend, wird der Trigger abgespritzt hinten. Drunter. Rammer auf die Rampe, auf Auffahrrampen hochgeblockt und abgespritzt schön. Und dann nachmittag richtig schön mit nochmal eingewachsen, also vom Mittag nochmal eingewachsen und dann nachmittag nochmal schön abgespritzt und sauber gemacht, ordentlich. Gira. Was ist denn eigentlich dein Problem? Ui, da ein Pfosten. Da war ein Baum. Immer diese Leute im Punkt hier. Boah, ist das hier eine Masse an Schnee. Heieiei. Ich hab zu kämpfen hier hoch. Ja. Hallo. Das läuft heute immer so einfach viel zu schwer. Ich weiß nicht, wie lange das Projekt noch gehen wird. Ich bin mir echt unsicher. Weil ich aber meine gar nicht so viel Zeit habe und auch irgendwie kaum einer Bock hat drauf. Also. Ja. Und daher ist vielleicht auch die Frage. Wollen wir das Projekt irgendwann enden lassen? Wollen wir jetzt vielleicht noch ein Jahr machen und dann das Projekt enden? Oder sagt ihr, wir wollen uns irgendwie weitersehen? Wie es ist? Wie ist das bei euch? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, ansonsten, das Gewinnspielerauflösung, falls ich noch nicht hochgeladen habe, eigentlich müsste ich schon hochgeladen worden sein, kommt auch noch. Es hat ein bisschen länger gedauert. Leider, da ich einfach nicht ganz wochen nicht am PC konnte. Großartig. Komme ich nicht voran hier? Ich komme nur 6 km/h voran. Ja? Das Allrad anmachen, da ich vorankomme. Ey, Rad habe ich sowieso auf dem Schnee an. Oh, ich auch Blinker an, fällt mir gerade auf. Das ist schon traurig. Was? Blinker an? Ich auch Blinker an. Abfahren. Fällt nicht. Hä? Habe ich irgendwas verpasst gerade? Lol. Ein bisschen schnell mit 30 km/h.
Heute schreibe ich. Bist du scheiße? Nee, auf heute keinen Bock. Nee. Geh weg. Nur rumfluchen. Nur was? Ja, nur. Nur am rumfluchen. So, und kennt die Geschwister, ne? Warum regnet's denn? Es gibt doch nur Glatteis hier im Spiel. Das ist doch nicht schön. Haben wir heute Morgen auch gehabt bei uns in echt. Regen mit Glatteisgefahr. Besser weit hat's geregnet. Ja, Regen und es war die Nacht minus 4 Grad. Wir hatten auch schon Nächte, da war Schnee. Ja, wir hatten auch kalte Nächte. Beschiss die Nudeln. Okay. Lol, ich hab Pixel drüber. Ich schieb da über die Wies drüber. Nee, warte, lol, ich hab Pixel drüber. Glaub das nicht. Dann fahr ich nach rechts. Warst du schon hier rechts hochgefahren? Nicht ganz. Nur damit, wie gesagt, hatte ich den Schneepflug eingestellt. Dann fahr ich nochmal rechts hoch. Ja, aber nur bis, war nur bis zum Händler, weil ich ja den eingewachsenen Schneepflug abgeholt hab. Jo. Wir haben da eine Generalbeordnung dran gemacht. Ich fahre hinter dir. Mach das. Muss ja sowieso nicht mehr geschoben werden, dann fangen wir im Dorf an. Die Mittelbahnstraße. Die müssen wir aber, glaube ich, ein bisschen gründlicher schieben als hier unten. Da müssen wir alles fahren. Da würde ich auch streuen sogar, würde ich ehrlich sagen. Hier oben kannst du mal mitschieben. Schiebe ich die eine Hälfte für die andere Hälfte. Das Schlimme ist halt, man sieht kaum, wo die Straße ist. Genau, nervig. Das ist in der Ansicht, aus der Sicht geht's noch so, aber innen ist echt kompliziert. Oh je, je, je. Die staut sich, weil wenn man innen fährt, staut sich dabei nur ordentlich. Im Jo. Da sind die 250 PS echt gefordert. Haben wir den Hüppel dabei? Oh. Ich will nicht alles gegen den Gartenzaun schieben. Ich schieb was so hier auf die Seite rüber noch. Ja, ich schieb alles zu mir rüber, dann schieb ich. Ach doch, eieieiei. Machst du den Abstand halten, Kollege? Es gibt Rechnung. Ja, schick mir die Rechnung. Die Rechnung geht ja nicht auf mich, die Rechnung geht auf den Ort. Meine Gemeinde, weil der Schneeflug hinten dran hat. Hinten ist der Streu jetzt kaputt ist. Fahr ein bisschen weiter rechts, mach den Gartenzaun richtig. Ah, wie soll ich weiter rechts fahren? Das wäre Laterne. Super. Danke. Oh nee, ey. Ich halte mal Abstand. Ich halte Abstand. Du bremst immer so abrupt oder fährst abrupt irgendwo gegen. Es ist ein bisschen anstrengend aus der Ansicht, das zu kalkulieren. Ja, Alter! Oh. Da ist ein Zahler. Jetzt hier wird's eng. Sollst du nach vorne schieben und mit dem Rad? Nee, ja. Vorne schieben und mit dem Rad, das ist ja. Machst du die Rest die Einfahrt frei? Einfach. Da rechts rein zu der Person da, jetzt gleich rechts. Vielleicht nicht den Bürgersteig jetzt zuschieben, das ist meine Angst. Da haben sie noch nicht geschoben, da schieben wir noch. Aber wenn ich jetzt alles drauf schiebe, ist ja auch fies. Aber jetzt dürfen wir eigentlich nicht aufs Privatgrundstück fahren. Ja, aber die haben gesagt, ob wir freischieben können. Was wohnt denn hier? Ich glaube nicht. Kriegen wohl immer von der Gemeinde geschoben. Ich noch meiner Mail, dass wenn ich hochfahre, Schneeflug holen, da gerade mitschieben soll, in Schneid. Ja. Die machen es alles richtig. Ach, hier liegt aber überall Scheiße auf dem Boden. Steine. Um die Hauptstraße ist schon geschoben worden, scheinbar. Ja, dann war da die Gemeinde schon am Berg. Okay, ich fahr mal in die Nebenstraßen gucken. Aber ich glaube auch nur zum Teil. Die haben auch einen neuen Schneeflug. Ich glaube, hier ist eine Straße, die ich noch schieben muss. Oh, pff. Wir gehören ja zum Teil der Gemeinde, also. Wir fahren mehr fürs Land, glaube ich, als für die Gemeinde. Landhandel auch noch mitgeschoben werden sollte. Steht bei mir mit drauf. Okay. Ich soll nämlich hier oben auch immer hier mit dem Seitenmähwerk hier auch mal die Büsche trimmen. Ist auch wichtig.
Kohleanteil geht ja auch, da ist auch nicht mehr viel. Dann mach ich den. Ob die Annahme brauchen wir nicht, die ist sowieso im Winter geschlossen. Welches Winter die Annahme geschlossen? Oh. So, ich kann noch Zeug verkaufen. Nee, hier steht dran geschlossen. Ich glaube, die bauen da irgendwas um. No. Schade. Aber es liegt hier an. Obwohl, bringt gar nicht viel, ist nicht so gut. Ach, der Feldweg hier, den schieb ich jetzt nicht, den Schotterweg, das ist ein bisschen blöd. Ja, da schiebst du den ganzen Schotter mit. Deswegen. Also, Matsch ist ja kein Schotter, ist mehr Matschweg. Kannst du mir hier beim Landhandel helfen? Ich weiß hier den Weg zurück, dann fahr ich nochmal durch den Ort, so auf die eine Richtung, Richtung BGA von den Schulze. Nee, von Schulze. Schulze, glaube ich. Kevin Schulze, glaube ich. Ja, genau. Von Schulze ist ja ausgestiegen. Ich weiß nicht, ob sie noch hier leben. Hab sie lange nicht mehr gesehen. Auch nicht. Ah ja. Ich glaube, die machen im Moment Urlaub. Vielleicht Winterurlaub. Ja, damit haben wir im Moment nicht so viel zu tun. Verpassen das coole Geschäft mit dem Schnee, mit dem Winterdienst. Weil die Gemeinde wird das wohl gut vergüten, habe ich gehört. Die letzten Jahre ging es, aber da war auch nicht so viel wie dieses Jahr. Da okay. Ich finde das jetzt schon richtig massig, also. Das hier. Wobei es jetzt erst Ende des Winters ist, das ist schon spät. Ich hätte früher gehofft, dass früher schon Schnee kommt. Gehofft? Was war der Bordstein? Ah, der Schneeflug ist verzogen. Ich hätte auch eigentlich mit dem Radlader kommen können. Schiebeschild über den Radlader machen können, dann hätte ich oben ein bisschen besser. Ja, natürlich geil, ja, auch Schaufel, dann der Schaufel direkt weggehoben, den Schnee. Ja. Jetzt muss ich nur hoffen, dass es über die Mauer hier drüber fliegt. Funktioniert ganz gut. Okay. Ach, du schiebst auch hier beim Landtag, ne? Ja, hab ich ja gesagt. Achso, der Landtag wäre woanders. Nee, Baywa ist nur hinten auf dem Dorfhaus. Dann fahr ich zu Baywa schieben, okay? Ja. Also zweites, glaube ich, ein bisschen enger zu schieben. Ja. Ging auch schneller, als ich dachte. Dann kann ich gerade rüber zu Baywa schieben. Leute, kommt jemand? Ich sehe das fette nichts. So, du hast keine Kamera vorne dran gemacht. Nö, gab keine bei mir. Und kein verfügbar mehr. Ich hab extra eine Kamera hier vorne bekommen. Der soll ich noch schieben, hab ich gehört. Guck mal, hier der Hof, der muss noch geschoben werden. Ein Landwirt hier. Okay. Ah, ja, soll ich da hinkommen? Wem gehört der Hof da eigentlich? Weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht. Ich hab noch nicht gesehen. Wir stehen auf dem Zettel mitschieben, bitte. Ja, ich weiß, wer das ist. Ich schiebe jetzt mal gerade hier mit. Hier, der Markt ist nicht so. Was? Der spricht nicht so viel. Der, den habe ich am zusammengearbeitet. Der ist auch relativ neu. Okay. Aber ich schiebe jetzt hier mal mit. Guck mal, Leute, das ist uns geschoben. Man kann es nicht beschweren. Ja, oder er beschwert sich, weil er geschoben wurde. Steht drauf, soll schieben. Zeig ich meinem Zettel und dann passt das. Ich meine, man muss noch einige Restfeinheiten nachher schieben. Ich schiebe jetzt mal hier die große Fläche vorne vor und schiebe ihm die Hallen noch wahrscheinlich zu. Zu. Kann er mit dem Frontlader freischaufeln, wenn er möchte. Ja, sonst soll ich noch schnell Radlader machen oder. Aber vielleicht gucken, dass ich nicht so viel zuschiebe, aber das kannst du halt nicht vermeiden. Ich glaube, beim Baywa ist es auch praktischer mit dem Radlader, wenn wir eine große Schaufel oder so haben. Geht, glaube ich, besser, dass wir da das in den Ecken wegbekommen. Ja. Da müssen wir wirklich ein bisschen sorgfältiger arbeiten. Ja. Soll ich durch den Schnee fahren? Das fahre ich mir alles wieder fest. Aber, also ich fahre auch ab und zu durch den Schnee. Dass die Schneeski, die Hauerschilder schaffen das eigentlich gut. Wow, trotzdem, ich alles fest, war es auch nicht gerade besser. Ja, aber. Macht's nicht besser zum Schieben.
Schlechter macht das auch nicht. Deswegen, besser wie ich möglich durchzufahren. Aua, da ist eine scheiß Kante, wo mein Schild mal so ein bisschen hängen bleibt. So, der Landhandel ist frei. Das, was ich frei machen sollte. Hier in die Tankstelle ist außer Betrieb. So, die Einfahrt ist auch freigeschoben von der Garage da. Oh, da kommt was. Fahren wir durch. Was die Leute alles für Ansprüche immer haben, das ist krass. Für den ja hochschieben. Sowas. Ja, hier vorne liegt ein Schneewehe auf der Straße, muss ich mal weg. Ach, Mist. Und mal krass, aber der Hof hier ist so verwinkelt teilweise. Sie kaum ordentlich dran zum Schieben. An den Stellen. Da bin ich mir unsicher, ob ich an einigen Stellen auch wirklich schieben muss oder ob der da nicht braucht dieses Jahr. Ich glaube, du musst mir gleich mal ein bisschen beim Absperren helfen, dass ich das hier in der Mitte wegbekomme. Ich werde hier nämlich nicht einfach Gegenverkehr fahren. Oh, schon auf dem Motor hat mein Trick abgewirkt. Läuft. Kommt ein Auto. Ein LKW kommen, ey. Das ist viel Schnee. Mal hätten wir einfach den Schnee abtauen lassen können, hätten wir auch das Geld kassiert. Wobei, ich glaube, das hätten sie gemerkt. Oh, oder LKW gefahren. Vor allem bei Unfällen wäre es blöd geworden, wenn da was passiert und wir noch nicht geschoben haben. Ja. Ist aber auch eigentlich schon ein bisschen zu spät, 13 Uhr. Ja. Aber früher war halt noch nicht möglich, weil was bringt es uns zu schieben, wenn es schneit? Nein, ich hab's mal versucht, die Straße zu verfolgen. Auto, pass mal durch. Das schiebe ich gleich nach da. Das schiebe ich so rüber. Würde ich mal sagen, spontan. Wahrscheinlich ist uns die Halle frei. Alles schön an der Halle abkippen. Und soll ich meine Radlader holen? Das ist das Problem. Also ich brauche ihn hier nicht mehr eigentlich. Wie geht's jetzt? Ich bin gerade gut durch, wenn ich langsam fahren will. Achtung, nicht so schieben. Schieb alles so, wie ich hier schiebe in die Richtung. Wieso denn so? Weil dann kann ich schön hinten in die Wand drücken. Und fetten Knochen. Schieb das doch so. Gegen die Mauer gegen. Pass auf dann. Okay. Dann musst du jetzt immer weiter gegen die Mauer schießt. Okay. So, das glaube ich die letzten Jahre auch gemacht. Nur der oben, hier oben muss dann halt die Dings, das müssen wir mal wirklich mit dem Radler machen, das trifft nicht, wenn wir den Schnee zu liegen. Oh. Komm ich nachher nochmal rum. Was liegen bleibt, da fliegen, ganz einfach. Ach, der hat ja auch einen Frontlader. Deswegen. Der Trecker gar nicht mit ackern. Das sind doch keine kleinen Schneebehänge hier. Deswegen hätte ich alles so geschoben, weil das wird sonst zu viel so. Wenn du so, wenn das mit zweien ist, ist es besser. Weil dann kannst du immer nur den einen Schnee. Oh, ja, perfekt. Wie geht's euch eigentlich? Aufnahme. Ja gut. Da hat die Feuerwehr rausgerückt, Leute. Nee. So. Einfach so zu schieben, Jakob. Herr Rudolf, bitte. Reitmeier. Reitmeier, ups. Reitmeier. Das ist der Reitmeier immer noch. Schieb nach rechts. Warum? Ja, nach links. Ja, komm, fahren wir so zusammen, komm. Du fährst nach vorne, fährst du ganz knapp hinter mir. Geht doch richtig gut so.
haben sie? Oh. Mit Schnellfahren fliegt das Zeug so weg. Springt ein bisschen, ja. Noch eine Bahn oder zwei Bahnen noch? Ja, jetzt fahre ich mal vorweg. Fahr du vorweg? Ja. Du hast jetzt vorweg, das ist auch egal. Ich fahre vorfahren so. Einmal müssen wir auf jeden Fall noch. Okay. Lass mich mal fahren. Ja. Den Haufen noch anschieben, so. So, reicht das, denke ich mal. Willst du noch da hinten die Fläche räumen oder wollen wir die so lassen da hinten? Ich kann mal belassen, aber wo muss er nicht hin? Gut. Kommt dann in der Halle rein. Ah, ich gebe dem gerade hier einfach einen Weg durch, dann kann er auch nach hinten fahren, wenn er möchte. Ja. Da kann er auch unter dem fetten Unterstand durchfahren. Ich meine, dass er da hinten in die Hallen müsste. Kann einfach hier drüber fahren, dann passt er doch. Ich gebe ihn in eine andere Richtung, dann ist er doppelt gefallen. Bom. Mach nicht drehen, so kann auch hier durchfahren. Test. Achtung. Jo. So geht das doch, so kann er hier mal in die Hallen rein. Ja. Gleich muss mir mal da die Straße dann absichern. Jo, mal oder sofort. Mir egal. Da haben wir auch gerade beschlossen, nochmal einen Bahntor zu schieben, dass er hier einfach in die Halle reinfahren kann, um Drehschäden oder sowas, wo er ausholen muss. In den Schneebergen können die Kinder nachher Iglus bauen. Ja, der hat nicht gemacht. Ich wäre es Beschäftigung für Kinder. Ich will wieder auf die rechte Seite drehen, dass es nicht Ärger gibt. Boah. War knapp. Fährst du? Fahr. Ja. Okay. Was soll ich denn jetzt machen genau? Dreck abdrückt. Einfach nur mal die Gegenfahrbahn absperren, ein bisschen vorausfahren gleich. Muss ich irgendwas schieben? Nee, eigentlich nicht. Hier vorne habe ich schon hingekriegt, hier fahren die Autos relativ langsam in den Ort rein. Boah, es ist eisig auf der Straße. Mach Streuer an, dass er ein bisschen streut. Nur wenn hier irgendwann mal so ein paar kleine Schneewehen rübergehen, die am besten mal rücken. Ärger kann man sich ersparen. So. Vielleicht auf der Gegenspur fahre ich einfach dann. Wenn einer kommt, fahre ich kurz rüber. Nee, ich fahre, ich. Warte, ich habe hier vorhin zugemacht. Komm nicht mehr. Okay, kannst aufmachen. Na, fahr rüber, fahr rüber. Oh, Leute. Oh, der PKW stört mich jetzt nicht. Lass. Na, du weißt was, also, wenn die hier wieder einen Unfall bauen, weil der eine die abgesperrt hat, gibt es hier jede Menge Ärger. Oh. Einfach hier links rein. Einfahrt freischieben hier. Von der Biogasanlage? Nee, zum Feldweg hier rüber. Den Wald dran. Weil es ist doch demnächst wieder die Weihnachtsbaumaktion. Da fallen die doch hinten an die Felder, an den Wald ihre Weihnachtsbäume abholen zum Selbstsägen. Oh, jetzt sind hier wieder jede Menge Schneewehen auf der Straße. Ich kann nochmal einen Streusatz für meinen Hof kaufen. Dann kommen wir ja Streusatz bald für meinen Hof an den Streuer. Für die nächsten Aktionen. Vielleicht kommt ja noch mal ein bisschen Schnee. Wer weiß. Es ist zwar jetzt am Wetter wird es wärmer werden, aber wir sehen es, Leute. So. Ich würde sagen, wir haben Rohmarkt noch gleich geschafft, oder? Aber erstmal einen Kakao trinken. Warm. Ja. Weil doch ziemlich kalt auf Dauer. Ich meine, ich habe zwar Heizung an, aber trotzdem frisch. Ich kann mal kurz mit dem Weiberbesitzer helfen. Ob wir das auch noch machen können. Vielleicht wird das der Art. Ich schieb ihm schnell die Umgehung, also die kleine Straße frei, den Platz hinten braucht er nicht. Okay. Vor den Hallen, da haben wir gerade nur
macht das so, wie es passt. So, wie es wirklich passt. Wenn du jetzt reinfährst, dann... Das Ärger. So ehrlich, das war knappe Kiste, Kollege. Fährst du schon wieder zurück? Ich bin ja gerade noch die 41 Straße am... Okay. Ecken am Freiräumen, wo ich gerade eben geschoben habe, dass da links nichts auf der Straße liegt. Dann werde ich auch gleich zurückfahren, wenn du fertig bist. Ja, ich bin ja... Ich mache mich gerade auf den Weg. Mal zusammen rüber zurückfahren, kannst du vorfahren. Ich war gerade vom Bayer runter. Lass mich dann vorfahren. Wie schnell fährt denn deiner? Na gut, man sollte jetzt vielleicht sowieso nicht so schnell gehen und so fahren. Ich werde es nicht so vollgas fahren, ich würde sagen, ich zwischen auf jeden Fall mit 30, sonst sind wir wieder Ärger. Das hat im Sommer erst Ärger bekommen, wo ich mir bittere nachts mit 40 da durchgeknallt bin. Und mit 40 bis 50 km/h durchgeknallt im Sommer. Der momentan im Urlaub ist, ist auch nicht so wichtig, kann wegschmelzen. Ja, ansonsten habe ich eigentlich jetzt nichts, was noch so geschoben werden müsste. Auf dem Schirm. Leute, wir haben die ersten Kühe übrigens bekommen. Die haben jetzt schon 3 Kälbchen. Und ja. Was halt jetzt noch viel zu machen, sind halt hier die ganzen Nebenstraßen, die ganzen Waldwege und so. Ja, das dauert immer ein bisschen, aber. Beim Ort ist eigentlich alles geschoben, außer da hinten, wo der Hackschlüsselverkauf ist. Da müsste ich noch schieben, aber ich glaube, die brauchen halt nicht. Fahr vor. Nicht zu schnell fahren, denk dran, 30, sonst gibt's wieder Mecker-Mecker mit dem Bürgermeister. Ja, wahrscheinlich nicht nur Mecker-Mecker, sondern eher ein stickes Knöllchen. Ja, also ich war jetzt nur Mecker-Mecker zum Glück, wo ich mit dem Betrag und vollen Kippe durchgeheizt bin. Ich bin so am Fahrer, denkst du 30 und hab vor 33 draufstehen. 30er Zone. Ui, was schiebt der denn hier? Ach, die Schneewehen hier sind so hoch. Ich schieb auch mal die Schneewehen weg hier. Ja, ich schieb auch oben so ein bisschen Spitze weg. Das Schild mit abnutzen. Das sieht das richtig lohnt hier. Das aussieht, als hätten wir was geschafft. Ich kann auch den Händler Einfahrt frei, oder? Hm. Obwohl. Eigentlich kommt der jetzt im Moment Lieferung eigentlich nicht drauf. Nein, ich hab nichts. Also ich weiß ja nichts, dass jetzt hier auch Lieferung kommen sollten. Ich hab nichts bestellt. Also kommt nichts. Nee, das ist auch nichts. Beim Hof, glaube ich, schiebe ich glaube ich sogar gar nicht. Wir haben unseren auch nicht geschoben. Weil ganz ehrlich. Ich hab einen Trecker mit meinem Profil im Schnee mehr Grip als auf dem normalen Boden. Das geht. Aber hier runter bleibt so. Wir haben nur Probleme bei dem hier vom, von dem Pekon. Da ist der Pekon aber zu schwer, oder? Ja, mit dem großen Vierachser. Da gar kein Salzstreuer mit. Ich? Nö. Was hast du gesagt? Auch ich will nicht, dass meine Karre hier verrostet. Na gut. Hat das wie gesagt im Herbst schon eingewachsen, noch hinten der Heck und unter Boden. Kurz Wachs, bisschen Wachs aufgeschmiert, das ist ein bisschen geschützt. Ja. Wie bringt das auch nicht? Wir hatten auch nochmal, wir hatten dann 724 vor dem hier, da ist auch das ganze Heck weggegammelt. Lecker. Weil immer im Winter im Salzstreuer. Gerade oder? Ja, ne? Ich würde sagen, fang gerade aus, jo. Ich glaube, die haben angenehm nicht verstanden. Ich glaube, die hat die BGA stehen sogar noch 2 Fahrzeuge von denen. Oh. Die stehen gelassen. Ach ja, mein Wald hier links ist auch mittlerweile weg. Ja, Stuppenberg muss noch gepflügt werden im Frühling. Aber hier steht noch der 6R von denen. Da will man den einfach im Winter stehen lassen kann und der Jaguar. Viel zu wertvoll zum Stehen lassen, aber naja. Müssen wir zu BGA nehmen, ist mir auch nicht mehr. Egal. Hier muss der See ist gefroren, wie schön. Ja. Ah gut, es ist aber nur noch minus 1 Grad. Also. Denk mal, morgen wird der ganze Schnee auch wieder weggeschmolzen. Ja, wenn es wieder wärmer wird.
Schiebst du nach rechts oder schiebst du nach links? Ich schieb nach links. Schieb ich nach rechts und Rest. Ich bin nur echt, hat diese ganzen Pferde überall drin, dass man weiß, wo die Straße ist. Mhm. Wenn man ja, mehr Schnee ist. Wenn der Schnee hoch genug liegt, dann ist der auch nicht mehr. Oh. Wenn er mal so hoch liegt, dann ist auch keine Chance, mit dem Schneeflug durchzukommen. Dann kriegt nur Schneeflüge. Ja. Schneefräse hatten wir ein Jahr, sollten wir es nicht mal irgendwie jetzt an die Seite schmeißen. Dann sollten wir alles wegfahren mit LKW. Boah. Oben, ja. Man, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht so Winter werden, wo man sowas machen könnte. Aber auch dann, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Sintrak oder so heißen die Teile. Okay. Da war da ein Vorführer. Bei mir auf dem Hof treffen oder? Willst du auf einen Kaffee schleichen? Ich schleiche auf einen Kakao, schleiche auf einen heißen Kakao ein. Ja, komm. Fahr mal zu dir. Ja, komm, fahr vorne in den Hof rein. Kannst du auch bei dir hinstellen, wie du. Achso, schön, ist auf seinem Hof drauf gefahren. Ah, nee, ist mein Hof. Haha, verkackt. Ich hab nicht Gas, vielleicht hab ich deinen Hof einfach. Nee. Ach, lass mich schieben, lass. Ich meine, Schnee habe ich mehr Griff. Schnee habe ich Griff. Ja, ist so. Kann man das natürlich auch sehen, ne? Wenn's hier ein Eis, habe ich auf dem Schnee, habe ich kein Eis. Der Boden eist ein. Der Schnee nicht. Hier ist aber auch, hier wird eng. Passt easy. Nee. Kannst du ein Fähnchen in die Halle reinfahren, da ist nicht so nachher voller Schnee und Eis. Ich bin sowieso nicht an. Ich würde bei deinem Käse ein bisschen Angst haben. Ey, warte, ich stelle ihn schnell rüber. Komm, dann fahr mal rüber. Dann kann der hier wieder ein bisschen da unten das Eis abtun. Ach, ein bisschen laufen, den Trecker. Ein bisschen kalt laufen. Wenn er nicht gerade warm gelaufen ist, trotzdem noch ein bisschen laufen lassen. Besser für den Motor. Vergiss nicht, Haushalt zu machen. Else? Ach, vergiss nicht, Haushalt zu machen. Das ist ehrlich. Immer diese Ilse. Die Stalltür sind auch noch laufen hier. Mensch. Ilse. Die eine Halle ist nicht wasserdicht, da regnet es rein. Meine. Naja, die Dachdecker kommen noch. Hoffe ich mal. Wir haben hier noch Saatgut liegen. Mein Trecker ist voller Schnee und Frost. Bäh, kalt. Warte, ich komme rüber. Schnee kann ich sagen. Hau es jetzt offen, komm rein. Kollege. Ja, komm mal. Ich schieb hier gerade noch ein bisschen den kleinen Weg von mir frei, dass ich da bei den Kühen noch nicht rauskomme. Beim neuen Kuhstall noch keine Kühe drin sind, mal wieder. Hm. Dann mache ich erstmal schön auf eine ganz andere Art. Mal gucken, ob das gut geht. Ein Radlader. Ich geh mal ins Haus und mach mal den Kakao. Wenn du kommst, klingel kurz und mach ich die Tür auf. Ja. Wenn es so kalt ist, mach ich die Tür mal zu. Ich bin da. Ah. Ja, wenn ich recht da. Ich mach das mal gerade Kakao, dann komme ich an die Tür aufmachen. So, Kakao. Milch aufsetzen. Ja, komm. Nein, ich habe die Schuhe aus, ich will nicht mehr rauskommen. Was machst du denn da? Ja, ich hab nur ein bisschen Schnee bei dir im Garten gekippt. Komm, Kollege. Hast du Motor ausgemacht? Na gut. Ja. Wo rein? Genau. Kannst du mal, setz dich mal ins Wohnzimmer hier drüben, ja, ich will den Kakao ab. Freut sich schon jemand auf dem Badesaison. Ja, das ist ein Freund davon. Ich mal ins Wohnzimmer, ich komme sofort mit dem Kakao. Super. Willst du ein bisschen Kaffee haben? Nimm Kaffee. Kaffee, okay, dann trinke ich halt alleine Kakao. Kaffee.
Küchentür zu, die offen stehen immer. Die Flurtür kann ich auch nochmal zumachen, das zieht sonst wo. Hochgehen zumachen. Ah, egal, mach ich einfach mal zu, zieht auch nicht so. Willst du auf die Couch? Da willst du da sitzen. Couch. Komm auf die Couch, wir gucken die neue NDR aktuell, NDR Doku. 14 Uhr, es kommt NDR aktuell. Gut, dann hier dein Kaffee. Lass ihn schmecken. Und dann, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr gefallen hat, lasst einfach noch oben da. Schaut gerne beim nächsten Mal bei. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das Projekt weitersehen wollt oder ob ihr wollt, dass wir es beenden. Oder was auch immer. Und dann macht's gut. Bis dann und ciao, ciao. Tschüss.